Daily Dose Minecraft-Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Your Daily Dose Minecraft. Oh, ist schon wieder dunkel draußen geworden. Da hinten leuchtet noch wahrscheinlich eine kleine Fackel. Ich finde es sehr schön, mit dem Shader leuchtet um uns herum unsere Landschaft und unsere Häuser. Die leuchten alle sehr lebendig, sehr... Wie soll ich sagen? Es gibt eine unglaubliche Atmosphäre. Also der Chocapic Shader ist bis jetzt wirklich der schönste von allen. Aber der war ja auch früher schon immer der schönste von allen. Ich meine, die Nacht ist einfach mal unglaublich atmosphärisch. Ich sollte hier ein bisschen wegrennen, ehe noch ein Creeper kommt. Aktuell sehe ich hier aber noch nichts. Ein paar Leute haben sich gewünscht, dass wir uns mal unsere gesamte Karte angucken, unsere ganzen Bauwerke, weil doch ziemlich viele neue Zuschauer dazugekommen sind. Das könnten wir heute ja mal machen, ein bisschen Inspiration holen. Der Geburtstagskuchen. Seit 2 Monaten. Immer da, um uns zu ernähren, ja. Also nicht mehr lange, bald haben wir ihn aufgegessen. Man soll halt nicht so viel Kuchen auf einmal futtern. Es ist halt nicht gut für die Gesundheit. Auch wenn ich fast jeden Tag Kuchen esse. Ja, ich hab immer Kuchen da. Und ich lasse halt auch für Kuchen eine Mahlzeit ausfallen. Weil sonst hätte ich wirklich zu viel Zucker und zu viel Fett. Und das wäre nicht gut. Ne? So, gut, dann schauen wir uns hier erstmal um. Ich meine, es gibt hier noch nicht allzu viel zu zeigen. Außer brennende Skelette, die da nicht rauskommen. Das hast du jetzt davon. Du kannst dich nirgendwo verstecken. Böse Hühnchen. Wir haben hier unsere Pseudo-Autobahn mal angefangen und nie weiter zu Ende gemacht. Da ist auch noch was verbrannt. Ein Zombie. Wir haben ein paar Schafe eingefärbt. Da ist ein Elfe mit einem schön verzauberten Bogen. Oh, das ist jetzt ungünstig. Oh. Es ist immer eine Freude, gegen Skelettschützen im Wasser zu kämpfen. Haha, hab siegt. Du dreckiger Schüft. Ja, unsere Bäume, die wir immer anpflanzen, um sie wieder abzufarmen. Dann haben wir da drüben noch ein schönes Weizenfeld gemacht. Ich würde ja sagen, wir müssten hier irgendwann noch mal ein paar mehr Felder eigentlich machen. Die Pseudo-Autobahn führt dann hier dran vorbei. Ich möchte sie wirklich bis da hinten durchziehen. An den Feldern vorbei. Und dann wollte ich dort sowas Tempelähnliches noch um das Netherportal herum aufbauen. Denn ich finde... Wow, da unten ist ja richtig Party mit einem pinken Schaf sogar. Ja, ne, kann man machen. Also so ein wirklich schönes tempelähnliches Gebilde mit einer schönen Treppenaufgang und so richtig 2 großen Säulen in die Wand hinein und dann vielleicht in den Canyon hinein ein paar Bauten. Das war so mein Gedanke, dass man dann daraus aus dem Metaportal noch ein bisschen was Interessantes machen kann. Das ist allerdings ein großes Bauprojekt, das würde ich gerne dann als nächstes angehen. Wir müssen nochmal wieder in den Creative Mode und unsere Creative Kartenseite besuchen. Und zwar haben wir eine Westernstadt, die ich in meinem Creative bebaue, weil es einfach entspannt ist, da nebenbei quatschen zu können. Apropos quatschen, das letzte Mal habe ich versucht, über das Thema Liebeskummer zu reden, weil ein paar Leute darüber reden wollten, weil das ein Mums, brisantes Thema war. Also jetzt können wir das auch abbauen. Es war ein bisschen schwierig, nebenbei bauen und die Konzentration halten, um darüber reden zu können. Und meine Erfahrungen sind halt auch, wie soll ich sagen... nicht so ausgeweitet, dass ich jetzt sagen könnte, ja, da kann ich stundenlang drüber reden, da habe ich die Erfahrung schlechthin mit. Hier fehlen übrigens immer noch Bücher. Wahrscheinlich, weil ich hier 2 Bücher, also weil hier 2 Bücherregale fehlen. Wir können aber nur bis Stufe 28 verzaubern, das mag ich nicht, aber ist nicht so schlimm. So, dann müssen wir jetzt gerade mal runter zu unseren Teleportern. Ihr habt ziemlich viel zum Thema Liebeskummer geschrieben. Ich habe mir auch noch mal einige Gedanken darüber gemacht. Gehen wir in die Savanne. Genau, das ist unser kleines Savannenhaus. Hier rennen auch schon ein paar Villager herum. Das hatten wir hier noch hier per Hand gebaut. Da gab es keinen Creative Mode für. Das haben wir ja auch alles... Oder brennt ja sogar noch was. Ach, Kartoffeln, sehr gut. Das haben wir hier noch per Hand gebaut und auch alles sortiert. Da ist noch einiges in den Kisten drin, was allerdings auch für diese Seite hier drin bleiben soll. Wir haben unseren, sagen wir mal, Western-Abschnitt begonnen. Da wuchs die Idee, eine Westernstadt zu machen. Ich bedanke mich auch mal wieder recht herzlich für das gesamte Feedback, das ich zur letzten Folge bekommen habe, weil da war wirklich echt eine ganze Menge interessanter Content bei. Ich habe mir auch nochmal meine Gedanken zum Thema Liebeskummer gemacht, gerade weil ein paar Leute geschrieben haben, dass sie halt schon seit Jahren damit zu kämpfen haben und
bist nicht nach dem Motto, ist das normal, soll das so sein, was muss ich tun, was kann ich dagegen tun, und ihr habt euch untereinander sehr ausgetauscht. Und da war einer, der auch geschrieben hat, 1,5 Jahre Liebeskummer inzwischen schon, also 1,5 Jahre Liebeskummer, und dass das halt ja nicht normal ist. Und ich sag, dass 1,5 Jahre Liebeskummer sind sogar normal. Manchmal endet das halt auch nie. Wie auch. Liebe endet nicht. Und wenn sich eine Person entfernt, verändert oder stirbt, man hat da etwas geliebt, etwas an einer Person, an einem Gefühl, an einer Erinnerung geliebt. Egal, wieso es weg ist. Das Gefühl der Liebe bleibt. Ja, irgendwann söhnt man sich dann damit auch aus. Ist dankbar, dass man lieben konnte. Das ist genauso wie, wenn eine Person stirbt, die man sehr geliebt hat. Ein Haustier stirbt, das man sehr geliebt hat. Das tut zwar dann immer noch mal sehr weh, aber letzten Endes bleibt einfach die Dankbarkeit, dass man diese Person hatte, dass man dieses Gefühl hatte, diese Erinnerung hatte, diese Emotionen leben durfte. Wir müssen uns immer noch Gedanken hier über den hinteren Teil machen. Liebe ist nicht haben, besitzen, alleinige Macht über eine Person haben. Liebe ist einfach nur das Gefühl der unabdingbaren, positiven Emotionen. Für etwas, für jemand, für Erinnerungen, für Tatsachen. Liebe hat ja sehr, sehr viele Wege, ja? Also, das ist wie so Regenbogenwatte und Katzenbabyküsschen. Oh, das ist schon cool geworden, der Anfang unserer Westernstadt. Da müssen wir uns aber noch ein bisschen mehr Gedanken drüber machen. Ja, und selbst wenn es wehtut, dass man seiner Liebe diese Emotionen nicht zeigen kann, nicht mehr zeigen kann, so ist es doch das Gefühl der Liebe, dass man einfach feiern sollte. Ja? Also Liebe an sich ist einfach eine wahnsinnig wichtige Emotion für uns. Das Gefühl, das man empfinden kann, das so wichtig für unsere Welt ist, für unsere Herzen ist, um zu überleben. Haben wir gerade noch, wo hatten wir Futter? Trankkram, Esszeugs und Pflanzen. Ja, na gut, ich habe aber noch genügend Kartoffeln. Aber was anderes mal mitnehmen. Ich esse immer nur Kartoffeln. Logisch. Nehmen wir mal Steak mit. Steak ist auch lecker. So. Man sollte immer verliebt sein. In viele Dinge. Dann ist das Leben viel bunter und schöner und lebendiger. Ja? Wir gehen als nächstes. Sehr gut, Wüstentempel. Kennt er ja schon. Teleport funktioniert auch immer noch 1A. Hier werden wir auch mal uns irgendwann noch weiter gütlich tun, noch mehr ausbauen, noch mehr dran bauen. Aber das muss auch erstmal ruhen, Stück für Stück. Auch in sowas kann man verliebt sein. Ins Bauen in Minecraft. In ein Spiel kann man verliebt sein. Ich bin auch verliebt in mein Hobby und in meine Freunde. Auch in meine liebsten Videospiele. Ja, in mein Bettsofa, das mich nachts immer schön kuschelig warm hält oder im Sommer tatsächlich dafür sorgt, dank dem Deckenventilator, dass ich es dort schön kühl habe. Verliebt in die Arbeit, verliebt in das, was man tut. Oder das, was einen umgibt. Ja, das ist so eine Emotion, die kann man auch richtig hypen. Ihr müsst dieses Gefühl der Liebe für die Dinge, die ihr im Leben tut, so hypen, bis es sich anfühlt, dass ihr richtig verliebt seid. Dann setzt das Ganze nämlich nicht nur über euer Herz ein, sondern es bekommt auch eine hohe Priorität im Gehirn. Also euer Gehirn sagt euch, es ist richtig, was ihr empfindet. Und das ist wie Liebe zu einem anderen Menschen. Es schüttet die gleichen Hormone aus. Das macht euch dann glücklich. Ja? Und wenn etwas davon wegfällt, dann habt ihr immer noch 1000 andere Dinge, in die ihr richtig verliebt sein könnt. Und dann fällt es viel leichter, positiv mit dem Wegfall Emotionen umzugehen. Gott, das ist so unglaublich schön hier. Schaut euch das an. Das sieht mit dem Shader so toll aus. Wir müssen hier auch noch irgendwas Kleines. Also es wäre schön, hier eine Windmühle irgendwie hinzubauen. Eine Windmühle direkt hier an dem See. Um dann so ein paar kleinere, winzige Holzhäuschen hinzubauen. Und diese Tulpen hier, also die Blumenwälder, sind einfach alle unglaublich bezaubernd schön. Es ist halt wichtig, dass man an all die Dinge, die man liebt, dass man an diese auch mal positiv zurückdenkt. Dass man nicht nur in Traurigkeit und Einsamkeit, und da war ein Brot an der Wand, versinkt, sondern dass man versucht, mit dem positivsten Gefühl daran zurückzudenken. Und hier war unser Dorf. Naja gut, hier haben wir noch nichts gebaut, ne? Unsere Villager leben alle noch, das ist schön. Ich habe immer so viele Bauprojekte und so viele Ideen, was ich ausbauen kann. Und die meiste Zeit der Folge verbringen wir damit, dass ich rumrenne.
weil ich von A nach B versucht habe zu gelangen. Das, die Command-Logs da sind, das rettet uns so. Ey, wir werden viel mehr schaffen jetzt, hoffe ich. Na gut, wir haben das hier alles ausgebaut. Wir haben unser Haus einmal komplett umgebaut, ne? Einmal komplett umgewälzt. Das muss man sich natürlich auch geben. Wenn man etwas komplett umwälzt, dann das dauert auch seine Zeit. Da hätten wir in der Zwischenzeit auch zwei Häuser für bauen können. Oder drei oder vier oder fünf. Und aber vor allen Dingen, Haus hier hinten hat inzwischen jetzt auch viel mehr Zeit gekostet, als es sollte. Wir sollten uns darum kümmern, hier die Inneneinrichtung endlich fertig zu machen und den Pool draußen zu legen, damit wir jetzt auch endlich mal mit diesem Haus hier fertig sind. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier unten reinpacken soll. Da hätte ich ganz gerne schon ein Wohnzimmer, aber wie? Irgendwas Hübsches. Also man kann ja wirklich, könnte hier wirklich einen Esstisch machen und sich die Stühle so gegenüberstehen. Das wäre wirklich möglich. Tisch und Stühle. Also hier mit Birke so einen... mit Birke hier so ein paar Stühle hinpacken, ist ja gar kein Problem. Ich hack das jetzt damit ab. Ich habe wieder keine Axt dabei. Wie kann ich keine Axt dabei haben? Oder habe ich die jetzt übersehen? Oder habe ich die... Wo habe ich die denn? Ach, da ist die Axt. Ich sehe das immer noch nicht, weil das immer noch nicht der richtige Skin ist für die Axt. Verdammter Mies. Okay, das sind nicht die richtigen Zäune, aber es geht. Ich mach das jetzt mal testweise, wie das aussieht. Ja doch, ist schon ganz niedlich so. Hat auch Stil. Ein paar Bilder aufhängen wäre noch was. Wäre dann halt hier so ein Wohnzimmer. Wir haben halt hier keinen Küchenbereich oder so etwas in der Art. Weil das jetzt auch nicht so direkt hier hingepasst hat. Sei denn, wir würden uns überlegen, das Lichtsystem hier anders zu gestalten. Wir haben doch noch Glowstone draußen, ja? Brauchen ein bisschen von dem Mr. Glowstone. Hast du Glowstone? Da ist Mr. Glowstone. Oh Gott, das Inventar schon wieder so voll. Dann werden wir nämlich auch hier mit dem Glowstone für das Lichtsystem sorgen. Einmal hier unten drunter. Ja, das hat doch Stil, oder? Reicht das denn, damit hier nichts spawnt? Weil sonst mache ich nämlich hier noch eine Fackel dran. Da auch. Dann sitzen die sich so gegenüber und dann sieht das auch akzeptabel aus. Das schon, oh Gott, das ist das Evil Chicken. Hi, na! Hier könnte man ja regelrecht eine Einbauküche draus machen. Also hier sowas in die Wand bauen. Schrankmäßig halt. Wir hatten hier eine Chest, also eine Workbench. Und dann brauchen wir noch was für oben drüber, dass das auch richtig gibt. Gefühl von die Kühlschrankmäßig ist nicht so, aber fast. Und was machen wir hier? Wäre gut. So hat offen. Dann machen wir da erstmal einen Stein oben drauf. Wow, es ist dunkel draußen. Wir sollten hier vielleicht auch die ein oder andere Fackel erstmal anbringen, damit jetzt nicht gleich spontan was spawnt. Hier kommt ja erstmal so schnell nichts rein, sage ich jetzt und werde bestimmt von hinten gleich weggesprengt. La 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 la. Niemand sieht das. Düpti-du, alles gut, wir haben überlebt, alles schön. So, dann machen wir uns jetzt nämlich ein Buch. Ofen. Das kommt nochmal weg. Da so ein bisschen Küchenfeeling. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier oben so lassen sollten. Ich glaube nicht. Man kann das natürlich jetzt auch hier so offen lassen. Ne? Doch, das passt. Höchstens hier so einen gekrizzelten Sandstein. Ne, das ist okay so. Das sieht gut aus. Dann hat man nämlich hier so ein bisschen Küche. So, und Kisten brauchen wir dann aber auch. Damit man hier wenigstens ein bisschen was lagern kann. Dann hier so eine Kommodenmäßig. Ja, wie so eine Kommode. Kann man auf Kisten sowas setzen? Ja! Oh mein Gott, das ist ja nice. Das sieht dann richtig gut aus damit. Kann man das hier auch noch so um die Ecke ziehen? So, dann hätte man hier so eine Eckbank. Da ist dann die Kiste. Das ist schön, das gefällt mir. Ja, ein Doppelbett wäre vielleicht doch ganz nett. Ich weiß es nicht.
Dann vielleicht hier lieber auch so eine Bank neben dem Bette. Nö, ne, kann man ja auch so machen. Dann hat man dann halt hier noch sowas zum Abstellen. Ich glaube, da staubsaugt draußen jemand den Hausflur. Mit einem sehr, sehr, sehr alten Staubsauger. Sehr alt. So, hätten wir es dann. Ach, dann kann ich mich ja hier auch ins Bett legen. Hm. Also wie gesagt, viel zu sehen gibt es hier auf dem Server noch nicht, weil wir nebenbei auch so viel anderen Bockmist getrieben haben. Und ich halt immer viel rede und dann komme ich zu nichts. Und ihr seht, wie wenig ich in einer Folge schaffe. Wir werden uns da wohl wirklich mal ein bisschen ranhalten müssen, ja? Also richtig ranhalten, also richtig ranklotzen. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Your Daily Dose Minecraft. Bis dahin, bye!